Hallo und willkommen zurück in Slime Ranger. Ja, wir haben ja bei der letzten Folge hier da hinten das Gebiet geholt. Diese Folge werden wir jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwo noch einen Dicken haben, den ich noch füttern muss. Weil ich weiß es, kann man das nicht auf der Karte sehen? Stimmt, wir waren. Stimmt, hier. Hier war noch ein Honig. Und da war noch ein Hunter. Das heißt, ich brauche jetzt viel Huhn. Viel Huhn haben wir. Und ich gucke mal, ob hier hinten die fertig sind. Das heißt, ich brauche auch viele Früchte. Ich nehme die mal alle mit. Normalerweise müsste ich die ja für meine Viecher da verfüttern. Na, hier ist noch eine. Ah, perfektes Timing. Perfektes Timing. So, jetzt nehmen wir noch ganz viele Hühner mit. Haben die einen Lieblingshuhn, die Hunter? Mal gucken. Hunter. Gockel. Na, Gockel gebe ich den nicht. Gockel brauche ich selber noch. Ich habe ja nur 4 Gockel. Ich brauche ja viel mehr Gockel. Ach scheiße, ich wollte noch gucken. Warte, wir nehmen erstmal die außerhalb. Wir nehmen aber schon einiges mit. Wir haben ja einiges. So, jetzt nehmen wir hier noch ein paar Wilde mit. Karotte will ich eigentlich nicht mit. Was war das? Ein Lag. Ich höre dich, du Huhn. Ah. Ist noch eins. Dann kommen die Pokéfrüchte, nehmen wir auch mit. So, dann haben wir fast 40 Hühner. Was war das denn? Ach, wir haben 40 Hühner. Was habe ich denn jetzt reingekickt? Die Pogo-Früchte. Wir nehmen die von außerhalb. Also wenn hier, ja. Die wollen da alle rein. So. Wir müssen ja nicht unsere Hühner verschwenden. Wo kommen wir denn hier hin? Gut, in die Nähe auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt ja... Vielleicht muss ich auch mal hier so einen pinken Teleport bauen. Dann muss ich nicht immer so weit laufen. Dieses Gerät platzieren auf der rechten Seite, das geht mir voll auf den Sack. Aber was willst du machen? Und ich brauche unbedingt mehr Speed. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie teuer das ist, diese Upgrades. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass ich neue Upgrades kaufen kann. Ich laufe jetzt erstmal so schnell wie es geht hinten zum Honig. Also so schnell wie es geht, wie die Energie mir zulässt. So, mal gucken, ob wir dann ein Portal oder einen Schlüssel bekommen. Da war noch ein Honig, habe ich gerade gesehen. Oh, hier haben wir noch mehr Hühner. So, der war hier. Yep. Warte, ist der auch Pogo-Früchte? Yep. Schade, reicht nicht. Ach so, ich dachte hier, weil das hier so blau am Leuchten war, dass hier noch mehr von den Früchten sind. Aber hier, da sind noch welche. Ach, der Honig hatte ich schon gegessen. Wir nehmen das mal mit. Ein bisschen Kacke kann nicht schaden. Nur kein Honig. Also kein Slime, Viech. Ah, gehen wir wieder weg. So, jetzt gehen wir zu dem Hunter. Das war doch der richtige Weg hier. Also, das mit dem Hunter, ich hoffe, diese 49 Hühner reichen. Müsste aber eigentlich. Also, hoffe ich.
Wir gehen auf Nummer sicher. Nehmen wir doch keine Kacke mit. Ich hab bestimmt. Ja gut, jetzt habe ich für einen Huhn die ganze Kacke. Hallo Hunter. Hunter ist viel wert, den nehmen wir mit. Nehmen wir doch nicht mit. Ich brauche die Pogo-Früchte. Ja, wo sind denn jetzt? Ich höre doch hier die Hühner. Hä, bin ich blind? Ach, hier ist ein Gockel. Gockel ist besser als Gestrüpp, weil der liebt ja Gockel. Ey, jetzt sind hier voll viele Hunter, ne? Komm schon, das kriege ich hin. Komm schon. Diesen kleinen übergesprungen werde ich doch mit 0, nix. Jetzt geht mir die Energie langsam aus, aber ich muss noch ein paar Mal springen. Wie wäre es, wenn die Energie sich wieder auflädt? Aua! So, ich habe doch schon mal denen ein bisschen Futter gegeben, ne? Also der ist ja schon dick. Warte, wir fliegen am besten hoch, hier sind wir am sichersten. Oder auch nicht, die können genauso hoch springen. Aua. Na, komm schon. Nein! Okay, Energie. Wir warten jetzt erstmal Energie. Wir wollen natürlich jetzt nicht da runterfallen. Aua, aua. Wir wollen noch nicht gefressen werden. Okay. Geben wir den zuerst normale Hühner. Der wird immer dicker. Der wird echt immer dicker. Also bald ist der größer als... Da kann ich den nicht mehr in den Mund... Ah. Wir haben schon einiges an Huntern. Oh. Geht weg, Hühner. Brauche ich nicht. Ich brauche aber das, was auch immer das ist, Slime-Fossil und einen Schlüssel. Hä? Wo ist es jetzt hin? Jetzt habe ich es runtergekickt. Ja. Nein, geht weg! Ah, nein, geht, Leute, verpisst euch! Verpisst euch, Leute! Wo ist die zweite Box? Wo ist die Box? Ist die jetzt so weit weggeflogen? Oder ist sie einfach verschwunden? Wir kommen schon hier hoch. Das ist ein lieber Hunter. Ich kann nicht springen. Okay, gehen wir mal ein bisschen. Ich komme hier nicht mehr hoch. Hallo? Ich häng fest. Okay. Ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Minzmango. Was waren da hinten noch Mangos? Ja, komm. Wir gucken mal, ob wir noch Mangos mitnehmen. Weil das wird auf jeden Fall nicht reichen, die eine. Also so viele Hühner, wie der gegessen hat. Da werden wir auf jeden Fall mehr brauchen. Mir geht schon wieder die Energie aus. Ohne Energie komme ich dann nicht rüber. So, wir haben auf jeden Fall wieder einen Schlüssel. Hatten wir noch irgendwo eine Tür? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Wo bin ich eigentlich hier? Auf jeden Fall... Scheiße. Ich brauche noch einen Fützi. Nee. Huch. Jetzt bin ich im Wasser. Wir gehen erstmal zurück. Mein Inventar ist zu voll. Ich kann auch nicht dafür nichts weggeben. Ich brauche das ja alles, glaube ich. Also wie man die ersten drei Sachen, die sind ja riesig für das Ding.
So, die Minzmango, die behalte ich im Inventar. Davon werde ich nämlich ein paar mehr brauchen. So, dann schießen wir direkt hier die Pinken nochmal dahin. So. Können wir die Pinken auch schon mal leer machen? Ich würde sagen, dann pennen wir mal bis zum nächsten Tag. Weil im Moment ist ja alles noch am Wachsen, voll. Ach, ich kann noch mal gucken wegen Dings. Hier, das wächst alles noch. Das auch. Okay, gucken wir mal, wie teuer das ist. Oh, das ist gar nicht so teuer. So, mehr Energie immer gut. Tankboost auch gut. Perfekt. Hier ist voll. Aber weißt du was? Ich ziehe die schon mal leer und bringe die nach hinten. Dann haben wir auf jeden Fall von allen schon mal 20. Meine Güte, ist das ein Weg. Aber wenigstens jetzt habe ich ja mehr Energie oder sowas. So, ich müsste dann eigentlich, wenn ich jetzt von allen irgendwie 20 habe, genug haben, um so Bohrer zu bauen. So, gucken wir mal. Oh Gott, hier ist ja... Wir sind 50. Wie viel kann ich denn jetzt tragen? Mal gucken. 50? Nice. Also 50 ist schon auf jeden Fall besser als 40. Ich müsste eigentlich genauso großes Volumen haben wie hier diese Lagerding, weil da muss ich nämlich nur einmal laufen. Wobei, wenn ich die früh genug leer mache, so wie jetzt, also jetzt bin ich ja, habe ich die ja fast voll, geht das ja auch. Jetzt haben wir natürlich keine Kohle gemacht. Weil wir jetzt den ganzen Kack natürlich hier hinten reinwerfen. So. Habe ich einen da- Ich wusste doch, einen habe ich daneben gekickt. Was? Ich habe sogar noch mehr daneben gekickt. Mist, jetzt sind da sogar noch zu viele drin. Okay. Gut, wenn da ein oder zwei noch drin ist, dann ist das mehr beim nächsten Mal, ne? Außer es sind wieder alle voll, da muss ich dann wenigstens nicht mehr dreimal laufen, sondern nur noch zweimal. Außer es liegt halt wieder was drin und die produzieren nach in der Zeit. Wieso schießt der so langsam? Ich wollte schon sagen, der schießt die ganze Zeit so langsam. So, jetzt haben wir auf jeden Fall von allen Slimes, die ich bis jetzt besitze, haben wir was. Ich muss schon wieder niesen. Das gibt's ja nicht. Verdammt. Ich hasse es. Alter, die sind voll. Okay, würde ich sagen, wir verkaufen eine Ladung und die andere Ladung werfen wir hinten rein. Weil dann haben wir ungefähr von allen gleich viel. So. Aber gut, außer von Jäger und Honig, davon haben wir nicht gleich viel. Aber ich weiß noch, Kristall war am Anfang viel mehr wert. Irgendwo bei 70, jetzt nur noch 50.
Vor allem auch der Hunter, ne? Der war mal bei 100. Und dann einen verkauft und zack, Hälfte weg oder so. Gefühlt. Okay. So, die tun wir jetzt natürlich hinten rein. Und dann gucken wir mal, ob wir was bauen können. So. Das Essen ist auch wieder fertig. Gut. Das kann ich dann gleich machen. Die Pinken kriegen dann hier die Möhren. Verticken den ganzen Scheiß. Da ist ja gar kein Verticken. Was, habe ich hier irgendwas Neues? Nee. Oder warte, muss ich scrollen? Da stehen ja auch so. Die Neulingssachen habe ich ja schon. Also, ich habe alles gekauft, was ich haben kann. Okay, wir bauen. Zwei von denen. Zwei von denen. Zwei von denen. Okay, jetzt fehlen mir sogar die Pinken. So, muss ich die noch in das Inventar tun oder habe ich die jetzt? Okay, ich setze mal hier zwei Bohrer hin. Dann setze ich hier zwei Pumpen hin. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, ob ich die, wenn ich die hier oder in anderen Gebieten setze. Aber ich setze erstmal alles nach hier. So, dann machen wir jetzt mal hier das Essen fertig. Wirf einen Blick in die Night Slime, 600 in deiner. Okay, das kann man sich ja irgendwann mal durchlesen. So. Ocker, Ocker. Warte, hier war noch einer. Gut. Machen wir das besser so. Und die kicken wir einfach da rein. Aua, aua, aua. Gefährlich, gefährlich. Kicken die da so plots zu den Nachbarn rüber. Ja, das ist doch schon angenehm. Du musst nur so seitwärts gehen und kannst alle einsaugen. Das hier war am angenehmsten, als sie auf dem Boden lagen. Ich weiß nicht, wachsen die mittlerweile eigentlich unbegrenzt oder nicht? Oder muss man nach einem bestimmten Zeitraum die auch wieder erneuern? Ich will nur mal gucken, ob vielleicht doch oben was ist. Der war nicht worth. Okay, hier kommen die Herzrüben rein. Hier die Quaderbeeren. So, die Möhren dann hier hinten. Zu den Pinken. Brauchen die. Okay. Wo geht's? Ach, hier geht's in die Höhle. Jetzt von der anderen Seite an, wozu war. Klar. Ist natürlich praktisch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen für den einen. Ich werde aber ein paar mehr Pogo-Früchte mitnehmen. Weil die Honig. Die kriegen natürlich jetzt gar nichts. Oh, 16 sogar. So, das heißt, ich werde jetzt auf Pogo-Suche gehen. Bevor ich nochmal in die Dings gehe. Das machen wir noch in dieser Folge fertig. Hoffe ich. Das ist ein Gockel.
Die sind noch nicht fertig. Dauert es noch ein bisschen? Was mit denen hier unten? Ah, die sind schon fertig. Was ist mit denen da hinten? Go, 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 go. Die sind noch nicht fertig. Okay, dann gehen wir mal an den großen Baum. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen hin und her laufen, um zu gucken, was wir bekommen. Da ist auf jeden Fall einer, die werden wir wahrscheinlich bekommen. Ich will aber den großen Baum, hier sind am meisten. Wer hier liegt? Alter. Die haben die schon hier alle weggefuttert, oder was? Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Bei den anderen hing ja welche dran. Hab ich doch richtig gesehen, da. Herzrüben. Nehmen wir auch mal mit. Die sind noch nicht fertig. Okay, dann holen wir erstmal die hier hinten. Also hier, die müssen ja da sein. Was ist das? Pilze. Die sind... Eine? Nur wirklich? Also irgendwie habe ich jetzt kein Glück. Aber hier hinten waren doch auch noch Herzrüben, ne? Ach du Scheiße, ich habe keine Energie. Okay. Ich wollte die Herzrüben eigentlich für meine Base holen, aber dann nehme ich die doch besser mit für den Slimy. Ich will den Slimy nämlich voll kriegen. Auch nur eine. Was? Ein Schnatzkacker? Was? Was machen wir in der nächsten Folge? Die Folge ist ja so gut wie rum. Das heißt, nächste Folge wird dann die Schatzfolge, wo wir den Grünen, die Grünen jagen. Ich weiß auch noch, wo ein paar Grüne sind. Natürlich weiß ich nicht mehr alle, die wir gefunden haben. Das wäre zu krass. Außer man hätte jetzt schon voll oft das gespielt oder sowas. Und wenn man dann alle wüsste, ein paar weiß ich noch, aber die sind nicht fertig. Schade, ich habe gehofft, wir kriegen mehr. Welcher Teleporter war nochmal der beste? Der hier, ne? Also was heißt der beste? Der beste für die. Stimmt, hier müssten auch noch Pogo-Früchte sein. Hier. Oh, perfekt, hier sind sogar viele. Hier. Nee, Hühner will ich nicht. Hier sind Möhren. Ich weiß nicht, ob der Möhren ist. Hier sind noch Früchte. Okay, dann hätten wir 21. Dann verballern wir erst die 21. Ah. So. Die Quaderbeeren nehme ich auch mit. Kann natürlich sein, je nachdem was da drin ist, dass ich die ganzen Früchte dann doch wieder wegballern muss. Aber wenn da auch nur Müll drin ist, dann ist es natürlich gut, dass ich noch ein bisschen Futter für meine Slimies da habe. Ich muss hier übrigens, muss ich hier noch nach rechts gehen? Ja, guck mal, hier ist noch ein ganz anderes Gebiet. Hier muss ich auch noch lang gehen. Da komme ich ja lang, wenn ich da reingehe, ne? Ach, die sind schon vergammelt. Die vergammeln ja hier das Essen. Das ist aber auch nicht Sinn der Sache. Das hatten wir schon. Ist hier das Essen am Vergammeln? Ich glaube es nicht. Ich glaube es hackt. Kicken die dagegen? Oh. Shit. Wieso vergammelt denn hier das ganze Essen? Ist irgendwie Gammeltag oder so? Ja doch, müsste eigentlich reichen. Okay, okay. Es hat
gereicht. Noch ein Schlüssel. Okay, die Pogos, die kriege ich wieder weg. Weil hier ist bestimmt Besseres drin. Ja. So, gut, das heißt, wir müssen auch dann noch in dieses Gebiet hier rein. Ist auch noch ein ganz... Das ist nochmal so groß wie das hier. So, aber wir gehen jetzt erstmal zurück. Das machen wir auch noch in dieser Folge. So, dann werden wir das Futter hier noch abliefern. So, wir haben zwei Schlüssel. Ach ja, gibt's ja einen. So, wir machen dann nächste Folge diese Schatzding. Ach, hier bin ich jetzt schon im anderen Gebiet dann drin, ne? Da sind noch ein paar Quaderfrüchte. Die nehmen wir aber noch mit. Okay, nehmen wir doch nicht, keine Energie. Haben wir halt nur eine mitgenommen. Ich will jetzt auch nicht 1000 Jahre hier bleiben. Komm, lad mal die Energie schneller auf. Meine Güte. Und wieder so eine lange Folge. Hier ist ein blauer. So. Abkürzung. Ich habe jetzt mehr Energie. Jetzt könnte ich eigentlich mal versuchen, nach da hinten zu fliegen. Da kann man sogar hin. Da kann man hin. Ach komm, scheiß drauf. Da kann man auf jeden Fall hin. Komm schon, ich habe 250 Energie. Ich hab doch gesagt, man kann hier hin. Die Frage ist nur, ist hier auch irgendwas? Springen wir da rüber. Hier kann man hoch. Na, hier scheint's, oder? Ein blauer, hier ist ein blauer. Ich wusste doch, hier kann man hin. Gehen wir mal nach ganz oben. Da kann man auch noch hin, bestimmt. Aber wir haben schon genug Zeit verschwendet. Wir müssen jetzt rüber. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Ach, oh, 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 es wird close. Hui. Es wäre echt close. Ich merke gerade, hier ist noch was, was mich stört. Das muss ich jetzt auch noch schnell beheben. Das tun wir jetzt. So, 50. Ich mag das nicht, so halbe Sachen. So, wenn wir schon mal... Nee, komm, Kacke nehmen wir jetzt nicht mit. Wir haben schon genug Zeit vergödelt. Vergödelt. Go, go, go. So, Quaderrüben. Quaderbeeren. Hier sind noch 10 drin. Herzrüben. Mangos. So, damit war es dann auch für diese Folge. Wir gehen schon mal hier auf Position. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.